Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Landwirtschaftssimulator auf der Wild West 16-fach. Und das hier ist ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel für, wenn man nicht richtig arbeitet, passieren Fehler. Und diese Fehler muss ich mir tatsächlich komplett selber zuschreiben. Ich habe mir nämlich nichts dabei gedacht, die hier durch den gleichen Ein- und Ausgang rausfahren zu lassen. Und das Problem sieht jetzt so aus, wie es hier aussieht. Also, das müssen wir einmal vernünftig klären. Als erstes gucken wir mal, ob wir hier irgendwo anders rauskommen. Zumindest hier nämlich. Hier kommen wir raus. Dann sollten wir das auch machen. Und zwar mit dir. Schön gesetzt hier alles. Naja. So, einmal abkippen. Ja, das ist bei diesen Riesen-Maps mit der Hochautomatisierung ist das genau das Thema. Man muss sauber mit den Kursen arbeiten. Man muss sauber die Kurse, das ist ja auch sehr gut gemacht hier. Man muss sauber die Ein- und Ausfahrten voneinander trennen. Die Kurse sollten sich eigentlich auch niemals kreuzen, auch wenn das natürlich an Kreuzungen oft nicht zu verhindern ist. Aber das war jetzt zum Beispiel so ein Thema, wo man einfach schon absehen konnte, dass das dann irgendwann mal zu einem Problem werden könnte. Wobei ich tatsächlich am Anfang der Map noch nicht wissen konnte, wo die großen Logistikketten mal hinführen. Aber spielt ja eigentlich keine Rolle. Normalerweise fahr die Kurse sauber ein, dann hast du das Problem nicht. Und wir haben das Problem nicht mehr. Also machen wir keinen riesen Drama draus. Einmal die ist sauber neu eingefahren. Ja, genau das nicht. So. So, und da müssen wir jetzt. Wo ist denn jetzt hier noch ein Motor an? Die hier noch kurz rausnehmen, dann haben wir es. Einmal abkippen. Ja, wir müssen uns überlegen, wie wir investieren. Das Geld brennt uns quasi in der Tasche. Und ja, wir könnten das mit dem Rübenfeld machen. Allerdings würde uns das tatsächlich... Ah, das würde wieder 400.000 kosten. Ne? Das ist schon... Ich will nicht sagen, das ist fast das, was wir dieses Jahr eingenommen haben. Aber schwierig, ganz schwierig. So, welcher Motor ist jetzt hier an? Aha, jetzt rächt sich das. Achtung, speichern. Dass ich das hier umgestellt habe. Nee. Da. Jetzt weiß ich immer noch nicht, welcher Motor da an war. Oh. Bäume. Wobei, das geht ja, ich habe ja gesagt, ich mache die sofort platt, aber es geht ja fast noch. Ja, einmal pro Folge, ne? You know it, you got it. Einmal pro Folge müssen wir hier durch. Logistikkette läuft hoffentlich, da gucken wir gleich nochmal nach. Mehr als dreimal kriegt man ja eh nicht rauf auf den Anhänger. So, die neue Maschinen, hätte ich gesagt, brauchen wir eigentlich gerade erstmal nicht.
bräuchten wahrscheinlich wirklich nur mehr Land. Zuckerrübenfeld, wir haben eigentlich alles dafür da. Es wäre Quatsch, das nicht zu machen. Wir sind ein bisschen reingeschlittert in das Thema Zuckerrüben. Ich finde den Produktionsstrang rund um die Zuckerrübe relativ unspektakulär. Zucker selber ist nicht sehr teuer und kann nur einmal. Ja, jetzt mal vom Kuchen abgesehen, weil Kuchen ist ein Sonderthema, aber Zucker kann nicht ein zweites Mal veredelt werden. Das ist ein kleines bisschen blöd. Ich würde da gern, so wie man aus Wolle Stoff macht und aus Stoff dann Kleidung. Geht das hier nicht? Sieht cool aus jetzt hier mit den Bäumen. Das gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Warum bist du denn jetzt zum Händler gefahren? Also ich kann euch das nur sagen, wenn man nachher dann die großen Felder bearbeiten und mit mehreren Dreschern fahren, mit mehreren Logistikketten, da ist man wirklich 1, 2 Stunden beschäftigt, bis jeder Trecker das macht, was er tut. Bis man sich dann wirklich mal traut, keine Ahnung, eine halbe Stunde mal was anderes zu machen und das einfach laufen zu lassen. Wenn man einfach, also jetzt ich, ihr wahrscheinlich nicht, gehe ich von aus, selbstverständlich nicht. Entschuldige bitte, das ist jetzt rein auf mich bezogen, weil ich da einfach zwischendurch so viele Flüchtigkeitsfehler mache, dass dann immer irgendwas schief läuft. Ah, die fahren ihren Stiefel weg hier, ne? Die arbeiten auch seit. Ja, aber seit wann eigentlich? Das kann man doch. Aha. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welchen Sponsor ihr hier gehen sehen möchtet. Na komm. Welchem Jahr sind wir jetzt? Wir sind jetzt im Januar. Achso, Happy New Year! Natürlich, Happy New Year! Happy New Year! Das habe ich total vergessen. Was wollte ich jetzt gucken? Hier, ne? Nee. Wo ging denn das hier? 81, nee, der. Wie geht das denn? Achso, den mal gebraucht gekauft, wahrscheinlich. Da ist der John Deere. 81 Monate. Ja. 800 Kilometer. Ist keine. Kein Vergleichswert. Klaas kriegt's nicht hin. Unglaublich. Ist zu schwer hier. Zu schwer für ihn. 16.000 bringt jeder. Wir sind bei 1.050.000 gestartet. Wo sind wir jetzt? Ja, es geht relativ zügig, wenn man genug Schlepper hat. Wenn wir jetzt noch ein paar größere Anhänger hätten, also ich sag mal noch 2, 3 Schlepper, die 50 fahren und 2, 3 von den Ladewagen, dann sind nachher auch, ich meine, 1 Million ist ja nichts, aber nachher 10, 12 Millionen, die Pferde fahren sich dann einfach auch mal weg. Also braucht man keine Angst zu haben, viele Hände, schnelles Ende. Dann irgendwie, ich muss mal diese nervigen Songs hier irgendwie mal raushauen. So. Gut. Feld 6, ne? Oder wir wechseln. Wir wechseln. Können wir aber erst nächstes Jahr und machen die 11 zu unserem Rübenfeld und holen uns ein größeres Weizenfeld. Wobei eigentlich hatte ich auch Lust. Wir produzieren einfach auch nicht genug Gras. Brauchen auch mehr Gras. Kostet die 5, also die 8, das nervt auch. 100.000, 600.000, da sind wir schon bei über 1 Million. Hier sind wir bei fast 2. Hier sind wir bei 2.
Aber eine Million kriegen wir jetzt nicht zusammen. Was wir beide kaufen könnten. Weil, ich sag's auch, wie es ist. Wenn wir ein großes Grasfeld kaufen, brauchen wir auch eine andere Mähkombi, weil wir können das dann unmöglich mit diesem 2-Meter-Mäher machen. Das ist Quatsch. Könnten die natürlich verkaufen, ne? Die kosten jeder so. Ja, das sind. Sagen wir mal 2, 4, 6 mal 60. 6 mal 6 sind 36, 360.000. Dann können wir die Cranberries verkaufen. Fast ein Feldchen. Aber wir haben auch schon wieder 250.000 in Holz. Holen wir uns den Steinesammler? Bin eh noch einen Moment beschäftigt, die Silage wegzufahren, dann könnten wir da auch Steine sammeln. Ja, wir machen das. Irgendwann müssen wir ihn sowieso kaufen. Aber eine neue Halle bräuchten wir auch. Ja, genau. Alles auf einmal geht nicht, aber ein bisschen was wäre schon schön. Wir könnten hier Rüben anpflanzen, aber das bringt überhaupt nichts. Zeigt das eigentlich das Feld vernünftig? Oh, ich muss das mal wieder ausmachen hier. Nee, das zeigt dir nicht richtig an. Das Feldinfo ist dann, gehört dann zum richtigen. Schade. Aber hier können wir gleich nochmal den Flug einmal drüber ziehen. Ist das auch erledigt? So. Ach! Hier habe ich ja ewig nicht mehr reingeguckt. Das ist ein Fehler gewesen, glaube ich. Knick New Holland. Das ist so ungefähr mit das letzte. Elektro. Der elektrisch? Nee. Aber der eine Rig-Track ist ja elektrisch, glaube ich. Schöner großer Ladewagen für eine schmale Mark. Big X für die Hälfte. Oh, das kann man eigentlich nicht machen. Oh nein. Oh oh, ich bin unentschlossen. Schon wieder hier. Sehr fleißig. Oh, was würden wir mit einem Big X? Ja, das wäre dann unsere neue Mäh-Kombi. Der kann doch mähen, oder nicht? Wartet mal. Klar, da gibt es doch diesen 5-Meter-Mäher für. Dann können wir uns das schwaden und das alles sparen. Oh, oh, oh. Moment mal. Ich habe eine Idee. Wo ist der? Feldhäcksler, Big X. Da, den meine ich. 6,2 Meter mehr. Das ist nicht besonders groß, aber auch nicht besonders klein. Also der... Die normale Schmetterlingskombi geht, glaube ich, auf 10 Meter. Also okay. Aber wir müssen danach nicht schwaden, wir müssen danach nicht pressen. Wir können das einfach so... Klar, wir brauchen Logistikkette. Oh, ich glaube, das ist jetzt aber tatsächlich eine Opportunity. Wir könnten es auch mähen. Da könnten wir dann nachher bei den größeren Feldern auch anders machen. Mähen, schwaden und damit aufsammeln. Das ist, glaube ich, der klassischere Weg. Dafür bräuchten wir dann aber einen größeren Mäher, eine Mähkombi, einen größeren Schwader und so weiter und so fort. Und auch den Krone. Kann auch das 9 Meter. 9 ist das größte, ne? Genau. Das könnte ein Thema sein. Okay, Steinesammler. Ah.
Ich habe hier einen mit so einer angepassten Breite. Das ist aber mehr so ein bisschen Cheaten. Deswegen müssen wir den hier kaufen. Will die Steine vom Feld runter. Das muss man nur einmal machen und dann sieht das ordentlich aus. Ich finde das unschön mit diesen Lesensteinen. Das finde ich auch nur so bedingt durchdacht, das System. Ich finde es ja gut, wenn sie was Neues einführen. Ist auch richtig. Man kann es ja auch ausstellen. Die kommen aber irgendwie zu häufig und bringen dann nicht wirklich was und so. Das ist alles so ein kleines bisschen verrutzt. Irgendwie. Ah, das große Feld. Können wir das alles andere verkaufen? Machen ein bisschen Platz auf dem Hof, verkaufen die kleinen Felder, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Haben wir uns auch oft genug angeguckt. Und jeder, der sagt, Mensch, das war so schön, hätte jetzt ja so 80 Folgen, wo das wahrscheinlich gefühlt in jeder zweiten mit dabei ist. Und die kann man sich schon auch nochmal angucken. Wäre eine Idee. Wäre echt eine Idee. Okay. Dann denke ich da nochmal in Ruhe drüber nach. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.